Ja, hallo ihr Lieben, hier bin ich schon wieder. Wir haben heute Samstag, den 14.08. 16.39 Uhr und ja, ich habe mir gedacht, probiere so ein Handyvideo mal bei Tageslicht aus, gucken wie das so wird. Hab schon gesehen, die Kamera, die kommt wahrscheinlich nicht so gut mit Gegenlicht klar, aber ja, mal schauen wie es wird. Ja, ich habe was in China gekauft, was ich eigentlich normalerweise absolut nicht kaufe, und zwar Strumpfhosen. Ja, zeige ich euch mal. Man kann das erkennen. Ja, die sind also im Schritt offen, wie ihr seht. Original verpackt, weil die meisten Nylons, die ich in China bestelle, da ist das Cover eigentlich gar nicht mehr bei, wegen Gewichtsersparnis beim Versenden. Und ja, finde ich also gut, dass hier die Ware original verpackt angekommen ist. Ja, ich würde sagen, ich komme erstmal zu den Daten. Und zwar gibt es diese Strumpfhosen in Schwarz, in Blau, in Beige, in Rot, in Weiß und in Pink. Ja, als ich gekauft habe und ich sehe, das ist auch jetzt der Fall, war Schwarz nicht verfügbar und... Einen Moment... Und Beige war nicht verfügbar, die gab es also nur in Blau, in Rot, in Weiß und in Pink. Ja, Blau, Pink und Rot habe ich kommen lassen. Die habe ich übrigens tatsächlich extra für euch kommen lassen, weil die waren auch sehr günstig. Zum Preis komme ich jetzt gleich. Weil ich trage sowas nicht. Ich hasse Strumpfhosen auch, wenn die im Schritt offen sind. Und ja, für meine Frau sind die eigentlich auch nichts. Habe ich also wirklich hier mal für ein Video für euch mir kommen lassen. Ja, der Preis 1 Euro. Ist wirklich Hammerpreis. Und Versandkosten 42 Cent. Ja, wer da nicht zugreift, also der ist selber schuld. Wer also auf sowas steht, der sollte auf jeden Fall zugreifen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so eine Packung auf und schauen uns an, wie die so sind. Ja, welche nehmen wir dafür? Was meint ihr? Ene, mene, mu, weg bist du. Ja, Pink. Schauen wir uns die mal an, die anderen legen wir mal an der Seite. Ach so, ja, mein Daumen, ich habe mich gestern voll im Finger geschnitten. Ja, war dann ein paar High Heels am Umbauen, sage ich mal, zeige ich euch gleich mal. Vielleicht kann ich das hier in diesem Video noch unterbringen, mal schauen. Ja, sind also schön ordentlich verpackt. Und
Ja, die Länge, die ist schon mal wirklich ordentlich. Wirklich eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Ja, hier sehe ich da gerade, sieht man das? Da ist ein Faden. Was der da zu suchen hat, keine Ahnung. Ja, im Schritt also offen. Wie man schön sieht. Und ja, das Material ist also sehr angenehm, sehr glatt sind die, glänzend sind die jetzt, glaube ich, nicht, vielleicht leicht glänzend, schon möglich, so muss man die tragen, um das besser sehen zu können. Ja, dann schauen wir mal, was sehe ich da? Da ist Schmutz drin. Sieht man das? Ich hoffe, man kann das erkennen. Da ist ein Fleck. Tja, muss auch nicht sein. Schlechte Qualitätskontrolle, müsste normalerweise gleich aussortiert werden. Ja, schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, die Dehnung geht für Größe S und M in Ordnung. L könnte sehr knapp werden. Schauen wir mal kurz, was hier drauf steht. Ja, hier steht also drauf, die wären passend für M bis XXL. Meiner Meinung nach Blödsinn. Vielleicht kommt da noch eine Größe L rein. Da wird es aber schon kritisch. Ja, übrigens 20 Denn. Das kommt auf jeden Fall hin. Ja, die Verarbeitung würde ich mal behaupten, die ist eigentlich ganz anständig. Da kann man sich jetzt nicht beklagen. Die ist anständig vernäht. Der Bund, den seht ihr selber, der wird sich wahrscheinlich rollen, wenn man ein bisschen Bauch hat. Unter anderem einen Grund, warum ich Strumpfhosen hasse. Mag ich überhaupt nicht, wenn es sich anfängt am Bauch zu rollen. Ist einfach nichts für mich, türmt mich absolut ab. Ja, kommen wir mal zum Fußteil. Ein Fußteil haben wir hier nicht. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Nimmt automatisch die Fußform an, also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, nach ein-, zweimal Tragen hat man dann eine leichte Form dann drin. Ja, die Farbe, die finde ich wirklich richtig schön, gefällt mir, ich mag Rottöne und Pink ist halt ein Rotton. Ja. Kann man sich nicht beklagen. Ich würde sagen, passend von Größe XS bis M auf jeden Fall. Und ja, da wird es schon kritisch. Ich denke mal, die passen wahrscheinlich eine L. Ich bin jetzt ehrlich, ja, ich habe so ein Ding mal Probe getragen. Ich trage Größe L und ja, man kommt da rein, allerdings ist schon sehr, sehr eng. Wer es halt sehr eng mag, ja, da kann auch dann eine Größe L zugreifen. Ja, wie ich finde, ansonsten aber schöne Ware und ja, für 1 Euro
da sollte man eigentlich auf jeden Fall zugreifen. Sag ich mal so. Ja, ich hab's, ich sagte gerade, ich hab's mal Probe getragen. Ja, dann aber auch sofort wieder ausgezogen, also nicht länger angehabt. Deswegen kann ich da großartig jetzt nicht zu sagen, wie das Tragegefühl ist, ob es angenehm ist oder eher unangenehm. Ja, müsst ihr halt mal gucken. Bestellt euch einfach mal 1 Euro das Stück. Macht man auf keinen Fall einen Fehler. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein mit dieser Strumpfhose Over, sagt man glaube ich, oder Overt. Im Schritt offene Strumpfhose. Ich habe vor, heute noch 1-2 Videos zu machen und ja, muss ein bisschen anziehen, weil ich nämlich nebenbei noch am Kochen bin. Gibt eine leckere deutsche Erbsensuppe. Ich sag ciao und tschüss zum nächsten Video. Ja, ich habe euch gesagt, ich möchte noch kurz die High Heels reinschieben, die ich da bearbeitet habe und wo ich mich da mit Teppichmesser in den Finger reingesäbelt habe. Ist nämlich für euch vielleicht auch interessant. Ja, das waren diese, wo ich ein bisschen was umgeändert habe. Die habe ich hier auf dem Trödelmarkt gekauft, im Flohmarkt. Recht günstig, 40 Pesos, 40 Pesos, das sind 2 Euro. Ja, hier wird es ein bisschen laut. Ja, was habe ich gemacht an den Schuhen? Und zwar, hier waren die mir einfach zu eng. Es lag wirklich sehr fest an und hat das Blut abgeschnürt. Und ja, dann habe ich das hier halt aufgetrennt mit dem Teppichmesser, dabei das hier passiert. Und ich hoffe, man sieht das, einen kleinen Gummi eingenäht. Ja, soll auch ein Tipp für euch dann sein, wenn ihr mal sowas habt. Ja, und die sitzen dann hier oben an der Fessel einfach zu eng. Ja, dann auftrennen irgendwo, sucht euch eine schöne Stelle, wo es nicht gerade so auffällt und näht da einfach ein Gummi rein. Und dann passen die. Ja, schöner Schuh übrigens, oder? Wie findet ihr den? Hat mir sehr gut gefallen und ja, habe ich sofort dann mitgenommen. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Das war der kleine Nachtrag zu der Modifikation, was man da machen kann. Und ich sag ciao, ciao.